Enten weg, Einkommen weg. Diese Züchterin musste bereits viele ihrer Enten töten lassen. Wegen eines Massenausbruchs der Vogelgrippe wurden in den vergangenen Wochen in Frankreich etwa 200.000 Enten geschlachtet. Effektiv finden viele Entenzüchter diese Eindämmungsstrategie allerdings nicht. Für Marilyn Berys im Südwesten Frankreichs ist die Industrialisierung an allem schuld. Für uns ergibt nur die Freilandaufzucht Sinn, das Einsperren eben nicht. Die Freilandhaltung, das ist der Standard, ob bei Hühnern oder bei Enten. Wir haben gemerkt, dass die Ausbreitung von Viren gerade in solchen Gebäuden fatal war. Und zwar nicht nur, weil sie in geschlossenen Räumen waren, sondern weil Vögel auf engstem Raum gehalten wurden. Die aktuelle Krise ruft bei den französischen Geflügelzüchtern Erinnerungen an die verheerende Vogelgrippe vor 3 Jahren hervor. Es stimmt, dass die Unternehmer heutzutage eine industrielle Vision der Stopfleberproduktion haben und diese durchsetzen wollen. Da das Virus, das für Menschen nicht gefährlich ist, vor allem von Zugvögeln übertragen wird, fordern Züchter eine bessere Zoneneinteilung und mehr Kooperation mit Exportländern wie China. Auch in Schleswig-Holstein wurden im Herbst mehrere Vogelgrippefälle gemeldet.